Ja, Leute, das nenne ich mal ein Intro. Tales of Graces F. Das F steht im DF steht in dem Fall für den Future Arc, was als extra Content hinzugekommen ist. Ja, das ist ein wirklich geniales RPG, wieder mal unter Namco, von Moment, nein, war sogar von Namco. Steht im Moment nichts anderes drauf. Jo. Wunderbar, haben wir schon geklärt. Ja, ich habe es schon durchgespielt. Auch schon New Game Plus freigeschaltet, was es gibt. Den Zukunfts-Arc habe ich nicht gespielt. Aber mal schauen. Ups, nein, nicht schon wieder das Intro. Das war toll, aber das gucken wir uns nicht nochmal an. Ja. Wie gesagt, das habe ich mir jetzt ausgesucht und ich hoffe, euch gefällt's. Mal schauen. Jetzt können wir noch diverse Einstellungen vornehmen, bevor wir wirklich anfangen. Ja, das ist halt eben nichts Wichtiges, deswegen lese ich das noch nicht vor. Normale Geschwindigkeit auf Texten. Nein, wir wollen selber bestimmen, wann der Text weitergeht. Ach ja, das Kampfsystem. Das Kampfsystem ist sehr ähnlich wie bei Tales of Symphonia, wem das was sagt. Und es ist nur so, wir haben hier die Geschwindigkeit, nein, Schwierigkeit. Und wenn wir auf der höchsten Schwierigkeit kämpfen, die ganze Zeit, schalten wir nach, ich glaube, 200 Kämpfen den nächsten frei. Und dann nach 400 Kämpfen oder der Dreh rum noch einen Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, Chaos ist der höchste. Dann ist das Spiel, wie gesagt, schwerer, klar. Und es gibt mehr EP, mehr Gold. Es macht einfach mehr Spaß, weil es schwer ist und nicht easy peasy. Nur bei Bossen ist es sehr, sehr schwer auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad. Weil sie fast alles one-hitten können. Beziehungsweise sie sind sehr aggressiv, lassen sich bei ihren Skill-Kombos nicht unterbrechen und. Also wirklich jeder, der das auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad schafft, der hat, wie soll ich sagen, nicht meinen Respekt, aber Daumen hoch auf jeden Fall mal. Ich habe es auch probiert, aber mir war es dann zu schwer und deswegen habe ich bei den Bossen immer eins runtergestellt. So, Battlekamera. Ja, machen wir so. Alles Weitere lassen wir genauso. Gut. Confirm Settings. Gut. Yes. Okay, wir können es jederzeit ändern, machen wir aber nicht. So. Jetzt kommt erstmal der Intro-Arc. Das ist nämlich die Kindheitsgeschichte von unserem Held und seinen Freunden. Gehst du wirklich da hoch? Na klar. Da blühen das ganze Jahr Blumen. Willst du sie nicht sehen? Komm schon, das wird ein Abenteuer. Dad wird richtig böse, wenn er das rausfindet. Wie oft hat er uns gesagt, dass wir da wegbleiben sollen? Es ist gefährlich. Denkst du wirklich, ich glaube ihm ein Wort? Keine Sorge, es ist okay. Und nebenbei, ich bin 11 Jahre. Ich gehe, wohin ich will. Warte, was ist mit Sharia? Sollten wir sie nicht auch einladen? Nein, sie kann das hier, oh Gott, wie sage ich das? Ja, keine Ahnung. She can sit this one out. Was? Wieso? Sie ist krank, Hubert. Es wäre schwer für sie. Nebenbei ist ein Angsthase, der mich bremst, genug. Mehr als genug. Hey, das ist nicht nett. Egal, lass uns losgehen. Ich will sehen, was da oben ist.
Ja, dann schauen wir mal, was wir da oben so finden werden. Auf einem Hügel, wo immer die Blumen blühen. Nachdem ich mir die Truhe geschnappt habe. Ja, ein Apfelgel oder wie auch immer. Das dient hier zur Heilung und zur MP-Restauration und so weiter. Wie kam ich nochmal ins Menü? Ach ja, gut. So, das hier ist zwar jetzt nur der Kindheitsarc, aber wir haben, glaube ich, trotzdem schon Fähigkeiten. In diesem Menü sehen wir halt unsere Fähigkeiten. Die sind nicht gerade herausragend interessant. Wird halt angezeigt, was diese Fähigkeit auslöst. Die hat dann eine Kettenkombination, also Kettenfähigkeit. Je nachdem, wie ihr dann den Stick bewegt, wird diese Fähigkeit ausgeführt und dann die nächste. Ist recht interessant. Aber wie gesagt, in dem Kindheitsarc relativ uninteressant, da es praktisch nur ein schönes, langgezogenes Intro ist. Aber wenn man es das erste Mal spielt, sollte man ihn auf jeden Fall spielen. Ansonsten versteht man manches nicht direkt. Es ist doch recht wichtig für die Story eigentlich. Aber dient gleichzeitig noch als Intro. So, hier haben wir Titel. Das fasse ich jetzt kurz zusammen. Titel könnt ihr euch erringen, indem ihr besondere Sachen vollbringt oder irgendwas macht. Und wenn ihr diesen Titel ausrüstet, einfach equippen, kriegt ihr für den EP oder SP eher. Und der levelt dann und schaltet bestimmte Sachen frei. Zum Beispiel Bearwinger, das ist dann ein Skill, eine Art. Und Accuracy, das ist halt dann ein Bonus, wenn ihr den vollbracht, also gelevelt habt. Und da gibt es massenweise Titel. Ah ja, ihr kriegt auch mehr von den SP, wenn ihr auf dem schwierigeren Schwierigkeitsgrad spielt. Natürlich gibt es ganz normal schönes Equip. Ist klar. Und ja, was haben wir noch? Library. Ja, da kann man alles einsehen, was man jemals finden wird oder kann. Na, ihr seht, 126 Waffen. Verschiedene. Nicht für jeden Charakter, aber immerhin. Also es ist schon massenweise. Oder hier, wie viele Materialien? 262. Das wird auch noch interessant nachher. Dazu komme ich aber jetzt noch nicht. Was haben wir hier? Einzigartige... Aha, okay. Einzigartige Gegenstände. Immerhin 86. Juwelen haben wir 64. Nein, nicht ganz 64, aber auch viele. Und hier sind halt eben, ja, wichtige Gegenstände, die wir nicht verkaufen können oder sonst was. Aber ich bin mal gespannt, was da noch alles kommt. So, bei Strategie könnt ihr das Verhalten der NPCs einstellen, also eurer Gruppenmitglieder. Wie sie sich im Kampf verhalten, was sie hauptsächlich machen sollen, ob sie aggressiv sind, ob sie defensiv sind, ob sie Arte benutzen sollen, also Fähigkeiten oder Magie. Ja, Status ist selbstverständlich, da könnt ihr alles einsehen. Ganz normal. Ja. Speichern war... Ja, gut, speichern konnte man so. Wie heißt das Geld hier? Einfach nur... Ah, Galt. Wie immer. Wunderbar. So. Und hier ist unser erster Kampf. Press X to approach the enemy. Okay. Bam. Und dann halt eben den Stick in irgendeine Richtung drücken, um einen Spezialangriff in der Kombination zu vollziehen. Aber das geht nur, wenn diese Zahl dort unten... Jetzt ist sie 0. Dann ist mein... Ah, was ist hier los? Hier ist was falsch. Ich habe was falsch eingestellt. Egal. Dann ist mein Hit-Counter auf 0 und ich kann halt keinen Hit mehr machen. Man muss immer warten, bis der voll ist oder halt eben vorher abbrechen. Und ich muss die Kamera umstellen. Ach so. Man kann sich immer die Battle-Statistics angucken. Hier zum Beispiel 12 EP, 12 SP, SP für den Rang, das Geld und die Hits, die wir gemacht haben. Ja. Aber jetzt erstmal die Kamera umstellen. Da habe ich nämlich einen Fehler gemacht. So. Wie habe ich das gemacht? Nee, das war doch hier mit oder so. Ich war mir relativ sicher, dass ich frei rumrennen konnte.
Scheinbar ging das dann doch nicht. Bin mir nicht mehr sicher. Ah, Skits, das sind so kleine, nicht gesprochene Konversationen. Oh, doch gesprochene Konversationen. I'm not really thirsty. This water is famous. Plus, it's really good for you. So come on, have some. You'll like it. Well, all right. Oh, this is good. Wait, I thought you'd never been to Lant Hill before. Huh, I guess Frederick knew what he was talking about after all. Here, give me some of that. I want to try it. Hey, I'm not your guinea pig. Kurz zusammengefasst, das Wasser heilt uns. Er hat das von Frederick gehört, das ist deren Butler. Und hat jetzt seinen Bruder erstmal probieren lassen. Könnte er nicht irgendwie sich zurückziehen? Ah, Sidesteps gab's doch auch. Wie ging denn das? Ich glaube einfach im Angreifen dann. Ja. Naja, egal. Muss ich nachher mal schauen. Das Spiel erklärt sich nachher noch besser, deswegen. Aber ich dachte, ich könnte mich frei bewegen wie in Tales of Symphonia. Ah, stirb. Enemy Difficulty, okay. Also, sie sind stärker, lassen aber mehr Splitter fallen, das sind diese Juwelen. Wir kriegen mehr SP für größere Kombos, also mehr Treffer. Und wenn wir sterben, ja klar, es ist natürlich, ja, umsonst. So, wieder heilen, wenn wir gerade dabei sind. Hier war, glaube ich, auch noch eine Truhe. Ja! Okay, wir haben eine Glassphäre erhalten. Yay! Stirb, Biene. Ah, man kann ja auch blocken. Stimmt. Wie kann ich nochmal den Gegner wechseln? Das würde mich jetzt mehr interessieren. Gegner wechseln! Ach, Mann. Ah, ja, so kann man auch. Also, blocken verringert natürlich den Schaden, ist klar. Und man kann nicht so leicht ins Stolpern gebracht werden. Ah, und genau. Blockend kann man auch ausweichen, indem man dann halt eben zur Seite oder nach hinten oder wohin auch immer klickt. Und wenn ihr richtig ausweicht, ich versuch's mal. Ah, nein, ich krieg's nicht hin. Dann kriegt ihr wieder einen Hit-Counter dabei. Ich mach's jetzt gerade nicht gut, aber am besten geht ihr immer rein, haut schön drauf und dann wieder ein Stück zurück und haut wieder zu. Ganz einfach. Hey, wir haben schon Skills gelernt. Yay. So, wir können uns mit Viereck in dem Fall verteidigen. Kriegen viel weniger Schaden. Mhm. Können nicht ins Stolpern gebracht werden, wenn es staggert. Das heißt, ich bin mir nicht sicher, aber jedenfalls habt ihr so eine komische Animation. Und könnt euch in dem Fall nicht, nicht mehr selbst bewegen. Stimmt. Wenn wir geblockt haben und dann richtig angreifen, dann können wir einen schönen Gegenangriff vollführen. So war das. Oh, halt, nicht speichern. Ja. Ich will die Truhe. Yay, Wiederbelebungszeug. So, ich überspeichere alle meine Spielstände. Ja, überspeichern. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob ich sie löschen kann. Ich werde sie einfach überspeichern. Oder ich mache einen zweiten Part und lade dann direkt meinen letzten Spielstand. Nein, Quatsch. Wow. Ich denke, das brauche ich nicht übersetzen. Das auch nicht. Boah, das Spiel gefällt mir. Was ist los? Was ist... Ja. Da ist jemand. Cool, lange Haare. Sieht aus wie ein Mädchen. Hey, you! What do you think you're doing sleeping out here? Ich glaube, das werde ich nicht übersetzen. Das kann später zu Problemen führen, wenn sie zusammenhängend reden.
Okay, er hat sie nur noch gefragt, was sie da macht, warum sie da schläft. I heard a voice. You did? I was asleep at one with this place. But then I heard your voice and I woke up. Why was I awake? Unsere Stimme hat sie aufgeweckt und sie fragt sich warum. Well, you know it's dangerous to sleep out here. Es ist gefährlich hier draußen zu schlafen. If you want to take a nap, maybe you should find a bed or something. I don't listen. Asbel, she's headed right for the cliff. Irgendwas stimmt doch nicht. Hey, you fall. What do you think you're doing? Fall? Yeah, fall. Splat. You know what that means, right? No. What does it mean? It means... well... That's a long way down. If you fell, you'd be in big trouble. See? You get it now? If you fell, you'd... Warum hältst du meine Hand? Oh, never mind. Look, just stay away from the cliff. Understand? So, where do you think she's from? I've never seen her before. Hey, what's your name? Huh? Alright. That's rude. I should introduce myself first. Ach, so ist richtig. I'm Asbel Lant. This is my little brother, Hubert. Hi, it's a pleasure to meet you. So, tell us your name. My name? Oh, sie kann sich nicht erinnern. What was my name? Hey, don't tell me you forgot your own name. Well then, I know. How about this? Can you at least tell us where you're from? Where I'm from? Also sie weiß nicht mal, wo sie herkommt. Seriously? You don't remember that either? Asbel, I wonder if maybe she has amnesia or something. They say that people with amnesia have trouble remembering things. Amnesia, huh? Hey, so you really can't remember anything? Well, you know, Hubert, you may be right. So what do we do now? We bring her back to town. What? Are you serious? Can we even... Nein, wir können sie von der Klippe stoßen. Well, what else can we do? We can't just leave her here. And besides, maybe she'll remember something once we get back. Oh, yeah. I suppose that makes sense. Hey, why don't you come back with us? There's no point standing around here by yourself. Great. We'd better get going then. You like flowers? Merkt euch diese Blume. Here, take one for the road. It's just a flower, you know. You're weird. Well, never mind. Let's go. Ja, das war unsere erste Begegnung mit diesem unbekannten Mädchen, das wir einfach so schlafend auf einem Hügel gefunden haben. Aber naja, wird das noch eine Rolle spielen? Klar. So. Hier haben wir sonst nichts scheinbar. Was ist das? Ah, man kann sich das nächste Ziel anzeigen lassen. Yay.
So. Schauen wir mal. Neue Gegner? Ich glaube ja. Ich glaube, die respawnen immer. Aber... Oh! Neues Skit. What were the two of you doing in the meadow, Aspel? I'd heard flowers bloom there year round, and I wanted to see them. I'm kind of an explorer like that. That's what he likes telling everyone. But he only went there because Dad said not to. What? No! This has nothing to do with my father. I believe you. So. Ah, die Skits, die lockern das Ganze immer mal wieder auf, das ist schön. Haben sie auch in Symphonia gemacht und ich glaube, im anderen auch. Ich habe aber viele andere gar nicht gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Ah, nein, nicht die Viecher, ich mag sie nicht. Ah, gut, so geht der Bellringer. Oh, innerhalb 20 Sekunden gewinnen, plus 10 SP. Nice, also 10%. Oh, Sophie hat ja überhaupt nicht... Mist, ich hab gespoilert. Unser pinkhaariges Mädchen hat ja überhaupt nicht viel Leben. So. Mist. Ja, unser unbekanntes Mädchen. Hat sie einen Titel? Oh, nein, das war falsch. Titel. Ja. Mist, da habe ich gespoilert. Tut mir leid. So, was? Was? Ah, Quickstep, ja. So, jetzt sollen wir... Wenn man erfolgreich ausweicht und dann Counter-Attack... Ah ja, dann gibt's Bonus-CC. Und CC sind, glaube ich, unten diese Angriffsdinger. Also die Hits, die man hat. Ja, definitiv. Oh, Tempest Strike, nice. So. Quickstep, ja, haben wir auch schon. Okay. Sehr effektiv und werden wir sehr häufig nutzen, diesen Quickstep. Wird uns nicht immer das Leben retten, aber oft genug. Vor allem ist er gut, um halt eben diese Konter auszuführen. Und euch zu positionieren, je nachdem welchen Gegner ihr, also ob ihr mehrere Gegner auf einmal angreifen wollt. Ups, jetzt habe ich... Oh, oh. Mist gebaut, würde ich sagen. So. Yay, wir haben unseren Titel erhöht und dadurch kriegen wir Attributsboni. Da wird es kurz erklärt. Also kurz gesagt, ihr kriegt durch die Titel halt eben Attributsboni, Fähigkeiten, ja. So Sachen. Und durch manche kriegt ihr sogar Kostüme. So, L1, die Navigationskarte, Informationen und Hinweise, nahe Straßen. Okay. Ah, da. Land Hill, Land Hill, Land Fendel Border. Master Aspel, return to land at once. You know the way, just keep heading east there. Wir sollen also zurück nach Land gehen, einfach nach Osten. Im Osten, okay. Osten, nicht Westen, bla bla bla. Hier ist Westen, ich weiß. Oh, es glitzert. Yay! Manchmal findet ihr was Glitzerndes auf dem Boden und dann ist da irgendwas Tolles drin. Was haben wir da? Okay. Warte. Ja? Oh, falscher Knopf. Ja. Das pausiert doch eh. Ja, wunderbar. Hä? Was war das? Oh, falscher Knopf. Oh, Mann. Was mache ich hier? Egal. Bam. Ausweichen. Yeah. Vor allem könnt ihr auch mit diesem... Mit dem... Was macht sie? Sie macht ja gar nichts. Ah, doch. Mit dem Quickstep auch schön randaschen. Vor allem später, wenn ihr Gruppenmitglieder retten wollt. Ja. Okay, mit dem Menü kennen wir uns aus. Einfach aufrufen und Items auswählen und benutzen.
wieder eine Glassphäre. Okay. This isn't a good idea. Also einmal anklicken und dann habt ihr den nächsten Gegner. Nein, das, was da jetzt steht, ist unwichtig. Es ist immer wichtig, den gefährlichsten Gegner zuerst rauszupicken. Vor allem später, wenn Caster dabei kommen. Oh, oh, oh. Oh Mann, fail. Bam. Oh Mann. Mach was. Jetzt willst du nicht. Oh. Übertreib's doch, Unknown Girl. Assault Artis, also A-Artis, sind normale Angriffe. Wir machen Kombos, wenn wir dann ganz normal unseren Angriffsbutton drücken. Ja, das war's. Und je höher die Kombo ist, umso stärker ist der Angriff. So, dann gehen wir jetzt mal zurück in die Stadt. Nach Land. Oder Land, wie auch immer man es ausspricht. So. Oh Mann. Warte, wie wenig Leben hat der verloren? Oh Mann, ich ziehe dem ja gar nichts ab. Gut, dass wir unser Unknown Girl dabei haben. Bellringer. Aua. Komm schon, mach das. Das ist jetzt nur, weil wir auf dem schwereren Schwierigkeitsgrad angefangen haben. Endlich, so. Ich hätte auch sollen vielleicht auf dasselbe Ziel gehen wie die anderen zwei. So. Was haben wir hier? Advanced Artist.